Natürlich ist es nicht gefährlich. Es sind nur alle wachsamer geworden, seit diese gemeinen Banditen den Kerzenzieherhof abgebrannt haben. Ich befürchte, Abelmir wäre tatsächlich ein rotes Tuch für sie. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Problem mit Isarun hätte. Selbstverständlich nicht. Isarun trägt doch das Weiß. Oh, oder mit mir. Ich bin so ein charmanter und gewinnender Kerl. Ah. Wir bringen ihm einfach ein bisschen Bier mit, dann wird er sich freuen. Ich schüttel nur den Kopf. Oh, Boltax, hier seid ihr. Du hast das ganze Bier beim Hochkönig verpasst. Boah, nein. Sobald wir ihn um Rat fragen konnten und ihn hoffentlich dazu bewegen konnten, zumindest eine Gesandtschaft an die Mauer zu senden, werden wir von dort aus unseren Weg nach Gareth nehmen. Dann fahren wir den Unterhalt Hissen. Gehen wir den zurück. Das ja, Ganze, um dabei zu Reichsverrätern ernannt zu werden. Warum befreien wir denn den Unterhalt Hissen? Ja, ihr wart nicht dabei. Es stellt sich heraus, dass Answin der Alte nicht bereit ist, uns zu helfen und das Reich lieber brennen lässt, solange wir nicht seinen Schoßhund aus den Kerkern befreien. Was in dieser Kanaille liegt, das wissen auch die Götter allein. Ich wollte schon fragen, ob ich der Hinrichter dabei sein darf, also das kommt da wohl nicht mehr. Zunächst sollten wir wohl versuchen. Ihre kaiserliche Majestät wird nicht mehr in der Stadt weilen. Ich bin relativ sicher, dass er nicht freigelassen wird. Wir müssen uns also einschleichen und ihn befreien. Erstmal werden wir ihn nicht aus dem Kerker boxen, ja? Nicht? Zumindest nicht, indem wir uns hineinschleichen. Ja, die Kaiserin wird nicht vor Ort sein, also werden wir unseren... Dann zaubern wir uns hinein. Boltax, wenn du nicht gleich die Schnauze hältst! Was denn? Was dann? Ah, dann macht ihr doch die Pläne! Okay, also, wir zaubern uns hinein. Ich nehme ihn mit, durchs Erdreich und wieder zurück. Nein, das werden wir ganz gewiss nicht tun. Die Kaiserin vertraut uns. Es geht eben doch auch bestimmt nicht darum, diesen Sack da zurückzubekommen, sondern um die Beleidigung. Nein. Ich glaube Folgendes. Also, ich kann vollkommen verstehen, dass die Kaiserin ihn nicht freilassen kann, weil sie ihr Gesicht wahren muss, nicht wahr? Aber wenn er aus unerklärlichen Gründen aus seinem Kerker verschwindet, ja, dann wäre das Problem gelöst und sie hätte nicht ihr Gesicht verloren. Das heißt, wir müssen einmal mehr in die Bresche springen, um die Kaiserin eigentlich zu unterstützen, nicht wahr? Ihr wollt also die Kaiserin in euren wahnwitzigen Plan einweihen? Nein. Ich werde die Kaiserin nicht anlügen. Die Kaiserin wird nicht in Gareth sein. Und vergessen, sie wollte aufbrechen. Das muss sie auch niemand anlügen. Nun, ich werde auch niemand sonst anlügen. Gut. Die Sache ist die, sie wird ohne Zweifel Answin verdächtigen, ihn wie auch immer aus dem Kerker geholt zu haben. Das heißt, sie wird ihren Zorn gegen Answin richten. Und auch wenn wir Answin dadurch dazu bekommen könnten, ein Zweckbündnis mit ihr einzugehen, wird das nicht gelingen, wenn sie wütend auf ihn ist. Das stimmt allerdings. Vielleicht sollten wir unsere Pläne bis nach Gareth verschieben. Wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit geschehen ist, Gareth. Habt ihr dem Mann zugehört, wie er seine Schwester spricht? Sie hätte keine Ehre. Das muss er ja gerade sagen, der versuchte Giftmörder. Nun, man spricht ja nicht schlecht über den Adel, aber die Raben uns haben schon einen gewissen Ruf. Wie die Er ist kein Adeliger mehr. Man hat ihn ausgeschlossen. Auch wenn er dies selbst nicht wahrhaben möchte. Solange das die Männer hier anders sehen, brauchen wir ihn trotzdem. Dies ist wahr. Man vergisst nie, wer er ist und wo er steht. Dass er immer nur das Beste für das Reich im Sinne hat, hat er ja wohl gerade uns schon... Dass dem nicht so ist, hat er uns ja wohl gerade schon verraten, als er gewillt war, wegen einer Beleidigung den Drachen marodieren zu lassen. So viel zum Thema, er sei nicht nachtragend. Lasst euch von dem Mann nicht einlullen. Er tut zwar so, als wäre er vernünftig und geläutert. Aber dahinter sitzt immer noch derselbe alte Answin. Naja, wenn Albrax ihm traut, traue ich ihm auch. Ich denke, er redet sich selbst ein, dass er dem wahren Kaiser oder der Kaiserin treu wäre. Nur leider
sagen ihm die Optionen für diesen Posten nicht zu. Also wird er wahrscheinlich am Ende doch selbst die Krone wollen. Die Abfolge ist keine Frage des Wollens oder des Mögens. Die Abfolge ist von Preis gegeben und sie wird eingehalten. Früher hätte sowas nicht gegeben. Also was machen wir jetzt? Was, früher hat es keine Streitereien um den Thron gegeben? Ich erinnere mich da. Ach, du weißt, was ich meine! Und naja. Ich meine ja nur. Aber zum Thema, was wir tun, ich denke, wir werden einen Heiligen besuchen. Ganz recht. Dann werdet ihr ihn sehen, dann werdet ihr ihn hören und dann werdet ihr endlich erkennen. Nun, ich würde es vorstellen, wir fahren noch zu sehen. Welchen Heiligen besuchen wir denn? Da gibt's ja ein paar mehr. Einen! Es gibt einen lebenden Heiligen! Naja, das ist so nicht richtig. Also, ich wollte also noch anders, möchte ich in den Hals umdrehen. Welche Kirche meint ihr denn nun? Wir haben ja auch den lebenden Heiligen von Pyreine getroffen. Dieser kleine Junge. Der war ja auch sehr nett. Oh, den würde ich tatsächlich auch gerne treffen. Den könnten wir auch nochmal besuchen. Oh ja, ich mochte den auch sehr gerne. Jetzt ist meine Wunde ja geheilt. Vielleicht will er sich die nochmal anschauen. Ich bin auch dafür. Aber tatsächlich macht mich dieser Albuin neugierig. Ich denke, ich möchte ihn mir gerne persönlich ansehen. Das würde ich auch gerne. Ich habe schon so unterschiedliche Sachen über ihn gehört. Aber irgendwo dazwischen muss die Wahrheit liegen. Wir haben ihn doch schon gesehen. Erinnert ihr euch nicht? Das war der Mann mit der sehr schnittigen Maske. Eine Greifenmaske. Hm? Ja. Weiß nicht. Besonders beeindruckend fand ich ihn jetzt nicht von seiner Ausstrahlung her, aber ja. Vielleicht lag das einfach an den Umständen. Wann habt ihr ihn denn getroffen? Ach, da standen wir an so einer Zollschranke und wir wurden nicht drüber gelassen. Und dann stand er auch darum und ach, war eine merkwürdige Situation. Und dann? Dann kam irgendein Magier. Dann sind wir doch über die Zollschranke gekommen und der Magier ist ein bisschen mit uns gereist. Und dann sind wir eben durch die Finstermark gereist. Und so hat Yalan ihn kennengelernt? Ach so, nein, Yalan. Da habe ich ihn kennengelernt, ja. An dieser Stelle verlassen. Denkt ihr nicht, dass es eine gewisse Leistung ist? Dass er von jetzt auf gleich Yalan dazu gebracht hat, ihm zu folgen? Nun, der ist der Illuminat. Er war der Illuminat, was es daran noch gab. Ihr kennt Yalan ja noch nicht so gut. Aber ja, aus eurer Perspektive muss das als eine Leistung erscheinen. Kurz davor, etwas zu zertreten. Nun, also. Es ist beschlossen, ob ihr wollt oder nicht. Wenn ihr euch vor Preyas göttlichem Licht fürchtet, aber mir, dann bleibt er den Teufel. Ich werde nicht zu diesem Preyoten ins Lager spazieren. Zu diesen Preyoten hier, tut so, als wäre keiner von denen bei euch. Ich bin einer von diesen Preyoten, Abelmir. Oh, ich kenne euch. Aber diesen Albuin traue ich nicht. Ihr lässt seine eigenen Leute verbrennen. Was? Glaubt ihr etwa dieser Gerüchteschleuder aus der Wohlenburg? Nun, bis ich mich vom Gegenteil erzählt habe, glaube ich diesen Gerüchten, ja. Vielleicht sollten wir noch Beilung und Eldan Gorbas mitnehmen. Das ist das Letzte, was wir tun werden. Warum? Weil es viel zu weit weg ist. Wenn er nicht zufällig auch gerade auf Burg Mersingen hockt, nehmen wir ihn nicht mit. Naja, ich dachte, der hätte vielleicht auch ein, zwei Sachen dazu zu sagen. Ihr habt ja immer sehr intensiv diskutiert über die Natur von Preyos und so weiter. Aber ich bin mir sicher, er hätte ein, zwei Sachen dazu zu sagen. Aber die wollt ihr nicht hören? Schnauze! Ja, dann ist Mäßigung nicht eine eurer Tugenden. Ihr habt recht. Verzeiht, ich bin angespannt. Und meine sogenannten Kameraden machen es gerade nicht besser. Nichts, was ein Bier nicht richten kann, Yalan. Ich mache mir nur Sorgen, dass euer Heiliger meine Kameraden verbrennt. Ihr dann erkennt, dass der Mann, freundlich gesagt, nicht mehr ganz dicht oben in der Haube ist. Und er dann euch verbrennt. Er ist ein guter und gerechter Mann. Er wird Preyas Gebote nicht missachten. So wie in der Vergangenheit. Aber dieser Preyos-Geweihte
In dieser Burg hat doch gesagt, er hätte ihn bestohlen, oder nicht? Richtig, der Weibel auf Burg Auralet. Nun, der Weibel auf Burg Auralet ist kein Bahnstrahler. Ja, aber er ist doch ein Preis. Was auf Burg Auralet geschieht, ist Bahnstrahler-Sache. Er ist ein guter und gerechter Mann, der das Herz am rechten Fleck hat. Ich vertraue ihm. Er ist ein guter und gerechter Mann, der nicht das gesamte Bild sieht. Dennoch, sollte die Freihauskirche nicht für Einigkeit stehen? Ich bin sicher, es gibt andere Wege, diesen Konflikt zu lösen. Es sind schwierige Zeiten, Isar, und die Freihauskirche ist nicht die einzige, die sich uneins ist. Das mag so sein. Aber ihr wollt doch sicher dazu beitragen, dass diese Einigkeit tatsächlich realisiert werden kann. Und sobald wir gehen dorthin. Sobald das gesamte Reich die Wahrheit seiner Worte erkannt hat, werden wir unsere Einigkeit auch wieder haben. Wir werden mit einem offenen Geiste dort herantreten. Wir werden aber auch nicht die Tugenden der Herren Hesinde missachten. Na gut, also gehen wir jetzt zu diesem Albuin? Ja, aber erst möchte ich etwas essen. Ich habe furchtbaren Hunger. Oh, das klingt gut. Das klingt gut. Bei den Zwergen gibt's so eine komische Suppe. Boah, das ist eine ganz formidable Pilzsuppe. Ja, ich habe nur das Fleisch gegessen, aber das war ganz lecker. Wir haben auch gut abgehangenen Schinken, das stimmt. So könnt ihr die restliche Nacht hier im Lager verbringen und die Gastfreundschaft von den dapathischen Travia-Tugenden in Anspruch nehmen. Es ist unglaublich lecker und reichlich da, sodass euch immer auch nachgetan wird. Viele der anderen Soldaten wollen das ein oder andere Wort mit euch wechseln, Schauergeschichten erzählen von der Front mit den Werwölfen, wie sie fast gebissen und gekratzt worden sind und wollen natürlich auch hören, was ihr so zu erleben habt. So könnt ihr den Abend, die Nacht verbringen, während über euch der Vollmond voll im Himmel steht und euch vielleicht das ein oder andere Mal zuzwinkert. Am nächsten Morgen schreiben wir den 27. Hesinde. Ihr seid ausgeruht, habt gut geschlafen, gegessen und seid aufbruchbereit. Wohin wollt ihr reisen? Bevor wir aufbrechen, würde ich gerne nochmal Ingrim-Geweihte treffen an Groschmina. Ja, ich wollte sie besuchen in ihrem Zelt. Ah, haben wir mir. Ah, an Groschmina. Ich sehe, ihr habt meinen Wagen verbessert. Nun. Ja, Panzerplatten. Außerdem kann man jetzt eine Lanze einspannen. Albrak sagte irgendwas davon, dass ihr Finsterfang habt und die kann man jetzt auch verschießen. Als Skorpion. Nun, ich denke, bei euch ist sie in guten Händen. Der Wagen? Behaltet sie fürs Erste diesen Wagen. Ich habe im Moment keinen Gebrauch dafür. Vielleicht eines Tages. Ja, pass gut auf ihn auf. Mach ich, natürlich. Ein gutes Stück. Sagt, habt ihr noch die Baupläne von den Verbesserungen? Ja, natürlich. Würde ich euch etwas ausmachen, mir diese zu geben? Nee, hier, kannst du haben. Moment, sie kramt ein bisschen in der Truhe und kann dir dann eine mit Leder umschlossene Fibel in die Hand drücken, mit einem großen Stempel von Angrosch auf das Leder gebrannt. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, passt gut auf ihn auf. Ja, ich würde mich dann auch verbeugen und das Zelt verlassen wieder. So, ich wäre soweit, Jalan. Sind alle anderen auch bereit? Habt ihr was angepackt? Ja, ich hab mir noch mal ordentlich was zu essen besorgt, aber ja. Habt ihr euch von Albrecht verabschiedet? Natürlich. Ja, gestern Abend. Auf ein Bierchen. Gut, dann werden wir jetzt westwärts reiten. Ich denke, wir kommen an Galles vorbei. In Talf sollten wir uns umhören können, wie es nun aussieht. Wenn dort niemand was weiß, gehen wir nach 2 Mühlen. Habt ihr euch Pferde geliehen? Wie sehen wir jetzt tun? Aber mir, deinen Wagen kann ich mitnehmen. Ich habe ihn erstmal Angroschmina überlassen. Erstens mal den Hindernis auf der Reise. Ich verstehe schon. Da ist er in sehr guten Händen. Ha. Ich hoffe es. Denn natürlich habt ihr ihre Hände einmal gesehen, so filigran und. Doch, doch. Seid ihr verliebt in sie? Was? Nein, absurd. Also, als ob. Ich weiß nicht, es wäre nur natürlich, oder? Natürlich wäre das nur natürlich. Ich meine, sie ist schon sehr attraktiv und sehr hübsch und so, aber.
peinlich. Ich bin doch nicht verliebt, also haben wir bitte. Ich glaube, sie ist nur 1,40 groß. Was? Nein! Sie hat genau die richtige Größe. Und die richtige Form, oder? Oh, eine wunderbare Form, ja, da habt ihr recht. Und was finden die an ihr hässlich? Nichts. Ich habe doch nie im Leben gesagt. Ihr legt mir Worte in den Mund. Also bitte, wir gehen. Nun, warum macht ihr nicht die in den Hof? Also, aber mir, ich bitte euch, das ist doch absurd. Wieso? Ja. Naja. Also, ihr mögt doch Frauen, oder? Ja, natürlich. Oh. Also, Zwergin, keine Frauen, aber ja. Dann fasst euch ein Herz. Aber was ist, wenn sie Nein sagt? Dann ist natürlich ordentlich um sie werben, natürlich. Ja. Baut doch einen Wagen wie Abelmir. Der scheint dir zu gefallen. Ja, aber ich kann das doch nicht nachmachen von Abelmir, ich bitte euch. Ich könnte euch helfen. Was? Nein! Baut ihr doch was Schönes. Nun, ihr seid doch ein Freund der Elementare. Ihr könntet sie ja vielleicht darum bitten, ein besonders schönes Schmuckstück anzufertigen. Ja, aber das muss ja schon von mir kommen, also... Ja. Und das Material ist dann besonders rein. Ah. Ich finde die Idee gut. Ihr solltet auf keinen Fall versuchen, ein anderer zu sein, als der ihr seid. Ja, das ist auch wieder richtig. Das macht keinen Sinn. Habt ihr schon einmal an Minde gedacht? An Briefe? Was? Briefe? Ich glaube... Schmeichelnde Briefe, um euch... im besten Lichte darstellen zu lassen. Aber ich dachte, Jalan ist für das Licht zuständig. Ihr versteht nicht, was ich meine, oder? Nein. Aber wenn du willst, Boltax, kann ich dir zeigen, wie man solche Leute, die solche Briefe schreiben, einschüchtert, dass sie dir gute Briefe schreiben. Oh, aber... Ich denke, Geld wird, Dukaten wird völlig ausreichen. Aber ich glaube, das wäre nicht ich. Was habe ich gerade gesagt? Richtig. Ich soll mich nicht verstellen und das braucht ja auch alles seine Zeit, nicht wahr? In den nächsten 10 oder 15 Jahren werde ich vielleicht einmal damit anfangen, etwas besonders Schönes für sie herzustellen. Vielleicht findet ihr ja eine Blume. Ja, oder bis dahin unternehmt ihr einen schönen Stollenspaziergang. Oh, das ist schön. Das ist eine Aber 15 Jahre, Boltax, das könnt ihr uns doch nicht antun. Wir wollen doch die Hochzeit noch erleben. Ja, also, Hochzeit, wer spricht denn gleich von Hochzeit? Das dauert ja dann auch erstmal seine 30, 40 Jahre der Werbung. Nein, Boltax, das können wir nicht akzeptieren. Du musst dich ein bisschen ranhalten. Jetzt setzt mich nicht unter Druck. Habt ihr schon einen Namen für eure ersten Kinder? Das ist. Lalalala. Wir gehen jetzt besser. Bevor Boltax noch viel roter wird. Spurgels. Ihr macht ja auch massig Fortschritte. Wann kann man denn damit rechnen, da mal eingeladen zu werden? So schnell wahrscheinlich. Es muss ja alles seinen rechten Gang gehen mit der Herrin Travia. Und also so wie das klingt, hat Alvan vielleicht auch noch Chancen. Jalan wirft Jalan einen bitterbösen Blick zu. Der Alvan hat noch Chancen, aufs Maul zu kriegen. Wieso denn Alvan? Müssen wir den nicht aus dem Gefängnis holen? Möchtet ihr es ihm erklären, Isarun? Oder sollen wir? Der Mann verhielt sich wie ein, und ich zitiere an dieser Stelle mal Rodrigo, unseren Großmeister, ein Hurensohn. Das war doch eine gute Umschreibung, oder? Dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen, Rafim. Wunderbar. Ihr seid der Meister der Worte. Ihr hattet also eine Vorgeschichte, Isarun, mit diesem Mann? Naja, er warb etwas um mich und dann stellt er sich als Hundsfort heraus. Aha, was hat er denn gemacht? Was? Er hat mich nur benutzt. Oh. Er hat sie blamiert. Vor einer gesamten versammelten Ballmannschaft. Furchtbar war das. Und der Reichsbehüterin. Also vor einer Imanmannschaft? Ja, nein. Hat er das denn angestellt? Nun erzählt es ihm, ihr. Nun, wir kannten uns gerade einmal eine Woche oder so, da stellte er mir einen unehrlichen Heiratsantrag. Woher wisst ihr, dass er unehrlich war? Nun, das kann man doch nach einer Woche gar nicht wissen. Mein Onkel hat nach einer Woche geheiratet. Ja, toll. Vielleicht war euer Onkel leicht zu haben. Und meine Schwester wurde verheiratet, da kannte sie den Mann noch gar nicht.
Das ist ja völlig unerheblich. Jedenfalls stellte er sich dann auch als Verräter raus. Als Anzwinist? Meint ihr das? Als Verräter. Also, ich kann euch jetzt nicht so ganz folgen. Was genau hat euch davon jetzt blamiert? Nun ja, es geschah, ohne dass wir vorher darüber gesprochen haben. Es war eine Überraschung und sehr viele Leute haben zugesehen. Oh, und ihr habt die Nerven verloren. Ich weiß nicht, ich wollte einfach nur weg da. Aber war das nicht irgendwie eine romantische Geste? Nein, es war überhaupt nicht romantisch. Boah, es hat mich furchtbar unter Druck gesetzt. Wenn ich dir vor der versammelten Zwergenmannschaft auf einmal einen Heiratsantrag mache, ist das auch nicht schmeichelhaft. Das ist einfach ein Arschloch-Move. Wisst ihr, dass man sich wie ein Arschloch verhält? Ich würde sagen, Grafim, ich schätze dich als Freund, aber du bist nun mal ein Mensch und ich bin ein Zwerg und außerdem bist du so groß. Dann ja, Boltax ist vielleicht ein schlechter Vergleich. Sulamin, gib mir mal bitte W20 auf der Zufallswelle. Oh je. Will er mal reisen? Wir reisen doch noch gar nicht. Klar, ihr seid gerade aufgebrochen. Haben wir jetzt die Pferde schon besorgt? Ja. Gut. Die 8 sieht gut aus. 8 ist bestimmt 3 dreckige Kinder in der Pfütze. Das ist Hoffnung. Ja, macht einfach weiter. Also, mehr war es eigentlich nicht. Ja. Jedenfalls, so wie ich Isaron kenne, wird sie sich erst dann ihrem persönlichen Glück widmen können, wenn das letzte Fleckchen der Welt befreit und gerettet ist. Das heißt nach mir. Seht ihr, dann werde ich ja doch vor Isarun heiraten. Ja, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht mehr. Ihr müsst doch ein wenig an euch denken, Isarun. Ihr solltet nicht vergessen, euer Glück zu suchen. Manchmal ist dieses Glück sehr schnell weg. Blick mal zu Yalan. Bitte wie? Erinnert euch nicht mehr daran? Seid still. Oh, Yalan, habt ihr auch eine romantische Geschichte? Das habt ihr verpasst. Also, das mit Kiaras habe ich mitbekommen, aber... Naja. Ist eine sehr tragische Geschichte. Wenn er nicht davon erzählen will, dann sollten wir ihn nicht drängen. Was soll das denn heißen? Da ist gar nichts tragisch dran. Was war denn? Nichts war. Die Frau hat ihre eigenen, die Frau hat ihre Pflichten und nicht meinen eigenen. Erinnert euch nicht mehr an Perignane? Perignane? Die Steuerfrau? Ich versucht ihr Leben zu retten, aber mir, das war aber auch alles. So, ist das so? Ja, wir alle haben den Preis dafür gezahlt. Ihr habt sie anscheinend sehr schnell vergessen. Ja, das hat er nicht so schnell vergessen. Ich hau ihm auf den Hinterkopf, ganz ehrlich. Während ihr gerade mit dem Pferd auf der Reichsstraße unterwegs seid, zerbrochen, zerborsten, neben euch liegt der weiße Schnee oder die Asche, die immer noch weiter runterrieselt und den Boden bedeckt, könnt ihr vor euch ein kleines Dorf erkennen, durch das ihr schon bei der Hinreise gekommen seid. Oppenricht steht darauf auf einem kleinen Schildchen, aber irgendwas stimmt nicht. Zuerst könnt ihr es in der Luft riechen. Es riecht nach Feuer und Blut. Und wenn ihr näher kommt, mit den Pferden reitet, könnt ihr es riechen, schmecken, hören, Kampflärm. Verflucht. Immer ein Streitkolben. Irgendwas geht da vor sich. Schwert. Auf dem Pferd? Ja. Gut, Grafim, wir beide reiten voran, der Rest ein Stück hinten raus. Wir reiten erst einmal in das Dorf ein mit mäßiger Geschwindigkeit und sehen uns das an. Wenn wir Paktierer sehen, machen wir sie platt. Ich kann vorm Pferde nicht kämpfen. Also ich würde dann halt runterspringen. Da ja, ich wollte nur Bescheid sagen. Und so reiten wir ein. Okay. Ja, wenn ihr an die Palisade kommt, könnt ihr sehen, dass es keine Wachposten gibt. Es gibt aber auch kein Blut, was euch vielleicht stört, passt zumindest nicht dazu. Der Kampflärm wird lauter und lauter. Holz gegen Holz. Und als ihr dann auf den Marktplatz kommt, eine kleine Dorfmitte, keine richtige Taverne, die es gibt, nur einen kleinen Schrein,
könnt ihr sehen, wie hier mehrere Dorfbewohner in der Mitte herumstehen. Zwei Personen balancieren gerade auf einem Balken und kämpfen mit Stöckern und Stäben, versuchen sich da von diesem Schwebebalken runterzustoßen. Und in der Mitte steht ein großes Feuer, auf dem ein Schwein schmort. Ich bleibe leicht irritiert auf dem Pferd, in dem Dorfeingang stehen oder in der Straßenecke, um die wir gerade gekommen sind. Ah, Friedhof zum Groß. Ach, den Göttern sei Dank. Ach, Gott zum Groß sagt, was macht ihr da? Das sieht lustig aus. Ein großer Torwaler kommt auf euch zu, der euch dann die Hand entgegenstreckt. Er hat eine wilde, zauselige, blonde Mähne und auch einen ziemlich zauseligen Bart. Hat eine wilde Tätowierung im Gesicht, die ihn wohl auch als Fioni auszeichnen. Gebt euch die Hand. Wir feiern das Fest von Sokramor. Seid willkommen. Danke. Wollt ihr etwas Fleisch? Wollt ihr kämpfen? Ist es jetzt etwa Mittag oder so, Frosty? Ja, genau, Mittag, würdet ihr sagen. Wir können uns sicherlich einen Moment lang aufhalten. Wir könnten sowieso Rast vertragen. Das stimmt wohl. Das Fest von Sokramor, das kenne ich nicht. Was genau wird gefeiert und wie wird es gefeiert? Mit Kampf und Fleisch. Sokramor ist die Gigantin, die hier oben an den nördlichen Bergen sitzt. Sie ist die Gigantin, die gefallen ist zu dem Schutze. Aber wir versuchen mit diesem Gedenken an sie, die Goblins und die Orks nicht fernzuhalten, aber milde zu stimmen. Wir leben hier friedsam mit diesen Kreaturen. Was? Mit denen ist friedliches Zusammenleben möglich? Nein, ist es nicht, aber wir versuchen es, zwinkert ihr dir zu. Ah ja, gut. Ja, dann verstehe ich auch den Kampfaspekt. Sehr gut. Wollt ihr auch einmal? Gegen mich oder gegen eure anderen Gefährten? Oh, sicher, warum nicht? Ich bin zwar nicht besonders gut, sowas, aber ich konnte es ausprobieren. Ja, wenn der Kleine geht, muss ich wohl auch. Je tiefer ihr steht, desto besser für den Gleichgewichtssinn. Doch echt? Gerade beim Klettern hilft das, ja. Tja, dann muss ich ja ein Naturtalent sein, was? Und ich schlag mir einmal so auf meine kleine Wampe. Ah, wenn ihr wüsstet. Im Norden von hier gibt es den Schlund oder die Nebelstutz oder das Firun-Heiligtum, die Irvin-Gletscher. Oh, wenn ihr mal auf den Irvin-Zacken standet, dann wisst ihr, was Freiheit ist. Aber wie gesagt, Zwerge gibt es da oben nicht so viele. Klettern kann man wohl aber ganz gut. Na dann. Also, wie funktioniert das hier? Stellt euch auf den... Wartet kurz, bis die anderen fertig sind. Stellt euch auf diesen Schwebebalken und dann bekommt ihr hier diesen Stab und dort diesen gepolstert mit, Baum mit Wolle von den Schafen. Und, dann schaut ihr euch versuchen, in den Matsch zu stoßen. Ja. Ah, seht ihr, jetzt ist er gelandet. Haha. Haha, genau. Ja, damit drückt der Beutax einmal einen Stab in die Hand, der genauso groß ist wie er, und den nächsten gibt er Iserun.